Willkommen zurück bei den Panzerknackern. Nein, natürlich willkommen zurück bei Dying Light 2. Und wir spielen die Uncut-Version extra aus Österreich bestellt, auf Deutsch, und sind jetzt dabei, einmal den Hemmstoff und dementsprechend auch hier den Safe zu knacken. Ich habe mir angeguckt, wie es so ungefähr funktioniert. Und, ja, möchte das jetzt ganz gerne einfach mit euch teilen, damit ihr das eben auch lernt, damit das besser klappt bei euch, als bei mir schon mal in einem anderen Video nicht geklappt hat. Ihr habt also hier einmal das Zahlenrad, ihr könnt einmal ganz schnell durchgehen, spürt da nichts, ihr könnt ein bisschen langsamer durchgehen, dann merkt ihr vielleicht bei der einen oder anderen Zahl eine Vibration, aber ihr müsst tatsächlich sehr, sehr langsam durchgehen, damit ihr das wirklich merkt, wo die Vibration ist und dann dementsprechend auch den Klick spürt. Ah, ja, da war's. Ja, bei 3 habe ich es gespürt. 1, 2, 3. Okay. Bei 3 habe ich es gespürt. Es stellt sich zurück um und wird. Es ist übrigens egal, in welche Richtung ihr dreht. Aber ich mache es natürlich stilgetreu nach rechts und nach links. So wie man das aus den Filmen kennt. Ich habe wieder eine Vibration bei 0 gehabt. 0, 0, 1 irgendwie so. Wir probieren es mal aus. 1. Und in die andere Richtung. Hier war noch eine Vibration. Ja. Okay, wir probieren es mal aus. Das war falsch. Okay, aber wir wissen schon mal, 3 und 1 sind richtig. Also lasst uns mal auf 3 gehen. 3. 1. Und da war ein Klicken. Irgendwo hier bei der 10. Da ist es. 314. Okay. Jawollo! Und wir öffnen. Und wir haben Hemmstoff. Her damit jetzt. Danke. Okay. Erfolg, Erfolg, Erfolg. In der ersten Runde gleich. Im Beginn des, zu Beginn des Spiels. So. Und ja, direkt wieder zunichte gemacht durch meine Inkompetenz. Okay. Wir müssen da rüber. So. Ali hopp. Das war falsch. Können wir dann gleich nochmal rüber? Wir müssen da hochklettern, ne? Okay. Dann müssten wir da drüben hoch. Super. Wo guckt er hin? Okay. Denn wir wollen ja nicht, dass die jeweilige Beute am Ort verloren geht. Anlage aktivieren. Wem geben wir es? Was kriegen wir? PK Rasiermesserkanone. Hahaha. Das kann richtig Spaß machen. Oder Landetaschen. Und ich muss halt wirklich zugeben, die reizen mich überhaupt nicht. Und wir haben ja auch schon 2 vergeben an die Überlebenden. Und deswegen geben wir das jetzt. Oh, ich kann die Belohnung wechseln.
mit Dreieck kann ich anscheinend wechseln. PK-Rasiermesserkanone oder Strom für die Stadt. Weisen Sie das Stromwerk einer Gruppierung zu und verschaffen Sie sich Zugang zu Schaltkästen im Umland. Ah, okay. Und dann werden die halt einfach gegrillt. Ja, aber das ist ja ultra langweilig. Was haben wir hier sonst noch? Strom für die Stadt? Ach, denselben Käse. Nö, interessiert mich null. Ich will die PK-Rasiermesserkanone. Jawollo. Hey, Ro, Strom ist wieder da. Geheimgespräche in der Kantine zwischen Matt und Anne. Bro, hörst du mich? Ob wir dich hören? Hier leuchtet alles wie ein beschissener Weihnachtsbaum. Geht's allen gut? Ja, die Jungs gehen jetzt tiefer rein ins Gebäude. Das Gebiet ist bald gesichert. Schwing deinen Arsch hier, ja. Zeit für eine Kletterpartie. Du wolltest doch, dass ich's aktiviere. Jetzt jammert er, dass es so hell ist. Hast du deine Sonnenbrille nicht eingepackt, Bro, oder was ist los? Hui! Und drop. Und Wolle. Und Schlag. Nachzügler. Und alle wieder schön auf einem Haufen. Sehr gut. Ich dachte schon fast, ich hätte den Baum auch noch gefällt. Bescheiden, wie ich immer bin. So, wo muss ich hin? Anfällt. So. Nee, wenn ich darüber laufe, das macht keinen Sinn. Was ist das für ein Lärm hier? Na, die verprügeln hier schon wieder irgendwelche Abtrünnigen. Gut. So, wir müssen zur Mission 60 Meter nach oben. Die Frage ist, wo komme ich rein? Und ich glaube, ich sehe wieder den Wald vor lauter Bäumen kaum. Wir gehen mal auf Abstand. Klettern hier schnell hoch. So, wo? Wo und wie? Leute, wachsam bleiben! Hier drüben ist einer! Ich laufe mal noch trotzdem hier schnell lang. Kann ja sein. Das zeigt mir halt die ganze Zeit an, dass ich darüber muss. So. Kann ich nicht öffnen. Aber ich glaube, da kann ich hochklettern. Ich weiß aber nicht, ob ich da hoch kann. Mal gucken. Okay.
Rutscht aber langsam. Nee, hopp. Okay, kurz Leben aufladen. Weiter geht's. Nee, das ist es schon mal nicht. Ah, hier muss ich vielleicht hoch. Ah, okay. Ich kann hier wallrunnen. Kann ich denn hier wallrunnen? Oh shit. Okay. So, wo muss ich hin? Ich guck mal, ob ich einen Fertigkeitspunkt habe, der mir erlaubt, einen Wandlauf zu machen. Denn ich glaube, den brauche ich hierfür. Dann könnte ich nämlich einfach... Okay, rüberspringen bringt auch nichts. Ich glaube, wir sind hier einfach auf dem falschen Weg. Sorry. So, weiter, weiter. Komm, schneller. Okay, das war ein Versuch wert. Weiter geht's. Da geht's nicht hoch. Dann halt hier hoch. Ja, sorry, dass ich so ein Spasti bin und da versucht habe, außen hoch zu klettern. Roe wartet schon auf dich. Jetzt können sie ihre Arbeit tun. Ich hätte halt einfach nur reingemüssen. Ich weiß nicht, ich denke einfach zu kompliziert. Sorry. So ein bisschen Strom macht doch ein schönes Leuchten hier. Aber die scheiß Aufzüge stecken immer noch fest. Die kriegen keinen Strom, wie es scheint. Das Gebäude ist doch seit Jahren ohne Strom, oder? Wir müssen die Relais prüfen. Na, wenn du nicht ein verficktes Genie bist. Die Jungs sind schon in der Dark Zone und arbeiten dran. Sie suchen den Verteilerraum im kleineren Turm neben diesem hier. Und sie bauen deine Lampen auf, um die Gegend abzusichern. Wenn meine Männer die Aufzüge zum Laufen kriegen, fahren wir einfach hoch und... Leck mich am Arsch. Hier ist Roe. Der Strom ist wieder weg. Die Zentrale sagt, das Umspannwerk läuft 1A. Es muss hier sein. Leon, wir haben hier in der Haupthalle einen Ausfall. Ihr auch? Jawohl. Wir sitzen wieder im Dunkeln. Verdammte Scheiße. Raus da, sofort. Verstanden? Leon! Wir suchen noch... Lass es sein und raus da. Jetzt! Wir versuchen... Leon! Leon!
Scheiße. Ich muss dahin. Ich komm mit. Sie haben sich aufgeteilt zwischen Korridor A und B. Ich nehme A. Du gehst durch die Aufnahmestudios. Schon unterwegs. Gut. Wenn du vor mir da bist, hol sie da raus, bevor es zu dunkel wird. Und pass auf dich auf. Als Leiche nützt du uns nichts. Leon, warte. Wir kommen dich holen. Alles klar. Wir haben Medikit bekommen. Und zwar Militärkit. Let's go. Hier lang hin. Korridor B. Viel Glück. Das werde ich wohl brauchen, oder? Nimm das. Du brauchst es eher als ich, Bruder. Danke, Bruder. Siehst nicht aus wie ein Bruder, aber danke. Okay. Ich denke... nehmen sicherheitshalber auf jeden Fall mal das Medikit. Weil die Münzen, die bringen mir nicht wirklich viel. Okay, Molotow. Sprengfalle geht schnell, obwohl die gehen auch relativ schnell hoch. Okay, die Lampe habe ich auch. Hier, Medikit. Wir brauchen auf jeden Fall das hier. Okay, perfekt. Damit gehen wir jetzt erstmal los. Und gucken mal, wie es uns damit geht. Let's go. Da wächst schön Pilz am Klo. Den lasse ich mir doch mal schmecken. Hemmstoffbehälter erkannt. Gut. Hallo Werner. Kommt her. Oh shit, da ist so einer. Okay. Haben wir hier irgendwo... Nee, haben wir nicht. Dann müssen wir hier einen Engpass bilden. Martha Parker. Oh, fuck you. Oh, da sind gleich zwei von denen. Oh, fuck. Oh, fuck. Huhuhu. Mal gucken, ob das klappt. Ob wir die abfackeln können. Shit. Wir locken die mal immer schön weiter hier ins Licht. Vielleicht töten die sich auch einfach von alleine. Ja, komm her. Ja, komm her. Ah, noch einer! Ja, klar.
Komm her, du Motherfucker. So, das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Oh, what the fuck? Ai, 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 ai. Puh, die sind übel, sind die. So, schöner Bug. Okay. Huh. Gut, 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 gut. Weiter geht's. Wo ist der dritte? Von den Bastarden. Wo ist der Schattenjäger? Da ist er ja. Oh, fuck. Weg hier. Weg hier. Ganz schnell weg hier. Wir brauchen definitiv die Taschenlampe, um den Motherfucker einzuheizen. So, komm mir hinterher. Ja, das ärgert dich, hm? Komm her. Oh shit! Oh! Uhu! Enges Höschen. Hier, halt eskaliert. Oh shit! Spucken kann auch noch. Die Drecksau. Schön Pilzchen reindrücken. Und dann brauchen wir definitiv statt dem Pilzchen Leben. Meine Güte, ist das anstrengend mit diesen Schattenjägern. Heilige Nille. Okay. Weiter geht's.
So. Wo ist er hin? Läuft er mir hinterher? Jo, definitiv. Fick dich. Puh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Herz geht. Hoffentlich war es das jetzt erstmal mit diesen Mistviechern. Vergessen. Boah, hier ist echt einiges an Zombies los, du. Aber einiges. Bin ich echt froh, dass ich das entdeckt habe, da mit der Safe Zone. So Spätzle, machst du gemütlich. Okay. Gibt's bestimmt ganz viel zu looten, aber ich mache jetzt mal aufgrund des Zeitfaktors einfach nur das, was bei mir gerade so auf dem Weg ist, okay? Oh shit, noch so einer. Und weg hier. Lauf, 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 Junge. Oh, der Motherfucker ist schnell. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Komm her. Oh. Puh. Ganz kurz ein bisschen runter. Mal kurz ein bisschen Leben aufsammeln. Ah, oh, es war mir so klar, dass es da noch mehr davon gibt. Meine Güte, wie viele gibt es denn von denen? Komm runter, komm. Komm runter. Wenn du nicht runterkommst, komm ich hoch. Und zwar mit Molotow.
Ah ja, der war gut geworfen. Komm her. Komm, hol mich doch. Hol mich doch. Wie er sich halt aufregt, ne? Boah, der Ficker. Der lässt sich nicht von der kleinen Lampe aufhalten. Töten, töten, töten. Wo ist er hin? Ach, er ist schon wieder da unten reingefallen. Du kannst es versuchen, aber du kannst nicht entkommen. Ich schneide dir die Zehen ab. Sorry, ich muss meine andere Waffe nehmen. Was ein Bug, aber ich überlebe. Wenn es auch Ewigkeiten dauert. Noch Molotow? Nö, ne? Wir lassen den mal da ein bisschen zappeln. Und die werfen auch noch hin. So, das sollte doch wohl reichen hier. Darf ja nicht wahr sein. Gut, solange du da unten drin bist, kannst du mir oben nicht auf die Eier gehen. Weiter geht's. Braucht den Säbel. Der hat zwar auch nicht mehr viel Power, aber mal gucken. So. Bitte keine anderen bösen Überraschungen mehr. Ich brauche nicht noch mehr Schattenjäger. Bro, ich bin in der Lobby. Okay, warte nicht. Die Hurensöhne haben mich eingekesselt. Ungefähr 20. Ich muss zurück in die Haupthalle. Kämpf dich durch den Warteraum in den Keller durch. Da unten ist der Verteilerraum. Okay. Da ist nix. Alles klar. Ich glaube, ich werf da mal eine Bombe runter. Und zwar hier. Her? Ich kick dich wieder runter. Ali hopp! Komm, nochmal. Komm her. Nochmal. Komm. Bye bye. Echt witzig. Okay, das war's.
Ah, da unten. Du lebst noch. Wahnsinn. So, hier gibt es einiges zu looten gerade. Bisschen Fliegen nehmen wir auch noch mit. Boah, der lebt auch noch. Guck mal an. Widerstandsfähige Bastarde. Mein Loot! Weg von der Kiste. Boah, hier geht einiges. Mann. Ach, da kommen wir einfach so rein. Super. Wo kommen wir da oben hin, wenn wir da durchgehen? Ach, okay. Also das ist wahrscheinlich dann, wenn man nicht so wie ich, Arschloch, einfach nicht Stealth kann, dann wäre das die Stealth-Variante wahrscheinlich gewesen, um hier hinzukommen. Wir reden mal. Moment, vorher machen wir noch, weil wir sind ja Gentlemen, die Türe zu. Bist du Leon? So steht's auf meiner Hundemarke. Wo ist der Rest des Trupps? Die haben uns erwischt. Verdammte Schattenjäger. Meine Geschichte endet wohl hier, Bruder. Sag das nicht. Gibt's noch mehr Überlebende? Na, das nenne ich einen blinden Optimisten. Chris. Er hat sich durchgeschlagen und ist da lang gegangen. Der Ausfall. Ich glaube, das war er. Mach den Strom wieder an. Nur so kriegen wir die Aufzüge wieder zum Laufen. Die Terminals sind im Keller, der beide Türme verbindet. Bitte, nimm diesen Brief und gib ihn meiner Frau. Sie ist auf dem Schiff. Ha, gib ihn ihr selbst oder selbstverständlich, Leon? Die Hoffnung stirbt zuletzt, Leon. Komm, gib ihn ihr selbst. Entspann dich, Leon. Du kannst ihn ihr selbst geben. Halt durch. Ich suche Chris. Bro, ich weiß, was mit dem Strom passiert ist. Ich kümmere mich darum. Ich verbinde die Terminals und bringe den Strom wieder zum Laufen. Hast du irgendeinen meiner Jungs gefunden? Nur Leon und... vielleicht Chris. Der Rest hat's nicht geschafft, Ro. Tut mir leid. Gut. Aber sei einfach vorsichtig, Aiden. Wir dürfen nicht noch mehr Leute verlieren. Alles klar. Ich versuch's. Müssen wir ganz kurz gucken, was wir so an Waffen gerade haben. Weil uns bleibt nicht mehr viel. Ist eigentlich ganz schick. 74. Die sind alle relativ schwach hier. 78. 9. Die können wir dann auch relativ bald ausrüsten. Wir machen die mal auf 2. Und machen ihn mal auf 3. Und auf 4 machen wir die Keule. Modden hier schnell. Scheiße, wir haben nicht genug Leder. Dann Funke, Inferno. Und ein Talisman. Ich sag's euch, man kann nie genug Leder kaufen. Alrighty. Holy. Was geht denn bei ihm? Okay, das gucken wir uns mal an. Chris? Krasse Scheiße.
Bro, ich bin hier, aber der Strom lässt sich nicht einschalten. Scheiße. Du musst die Sicherung prüfen. Okay. Schnell, schnell, schnell. Nein, ich komme da nicht raus. Alter Vater, ich dachte, ich hätte die Taschenlampe. Sorry. So, und die Keule ist relativ langsam, die ich hier habe. Also, holen wir uns mal den Dampfhammer hier. Motherfucker! Oh, das macht einen Lärm, ey. First aid. Oh shit. Komm immer mehr. Ich glaube, ich habe die Stromversorgung wiederhergestellt. Hol das Kabel aus dem Verteiler. Holy fuck. Und dann raus da. Wer, das funktioniert nicht. Holy fuck. Ja, Immunität. Nehme ich mal einen Schluck. Okay.
Oh no. Ah, Ro. Leon ist weg. Scheiße. Ich brauche aber noch das Kabel. Und noch ein bisschen First Aid. Okay, wir sind bei 46 Minuten Aufnahmezeit. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch. Okay, weiter kommen wir hier nicht. Wo muss ich das anstecken? Bestimmt hier unten. Siehst du? Wusste ich's doch. Da ist noch mehr Aid. Was können wir hier noch holen? Da ist der Ausgang. Drücke der Knopf. Ich glaube, wir müssen eine Runde schwimmen. Mit einem Stromkabel schwimmen, grundsätzlich auch immer eine gute Idee. Was eine Stimmung, nur geil. Kurz frische Luft schnappen. Weiter geht's. Okay. Auch nicht wirklich. Das Kabel ist nicht lang genug. Nein, du willst mich doch verarschen. Nein, 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 nein. Wieso ist es nicht lang genug? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Shit. Come on. Ich glaube, ich muss das hier aufmachen. Alright. Alles klar. Dann kann ich das nämlich hier auf direktem Wege durchziehen. Let's go. Ich könnte die bestimmt alle looten. Oh, ich sag's euch, ich habe so einen Puls. Nur geil, das Game. Gut, die Aufzüge funktionieren. Perfekt, ich hab's geschafft. Noch nie. Wir richten ein provisorisches Lager ein. Wir sehen uns im 8. Stock. Let's go. Okay, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir einen Kommentar, eine Bewertung, ein Abo und ein Like da. Ich würde mich riesig drüber freuen und sagt mir, wie ihr die Kopfhörer findet. Ich spiele gerade mit den HyperX1. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.